So, deine Aufgabe wird es heute sein, die Post einzusortieren und die Post rauszubringen. Und da habe ich gleich einen kleinen Stapel für dich. Da kannst du schon mal anfangen. Wie hast du es hier sortiert? Ist es ABC oder? Genau, das ist also nach Straßen sortiert, da wo wir dann langfahren. Ja, und du suchst einfach hier drauf die Straße. David-Hilbert. David-Hilbert-Straße. Und das ist farblich auch nummeriert. Ach, aber hier geht's nur bis 14. Seit morgens 5:30 ist hier im Postsortierzentrum Hochbetrieb. Ich bin mittendrin und muss mich erst mal zurechtfinden. Ich teile mir die Arbeit heute mit Andy Hecht. Er ist seit 7 Jahren bei der Post. Zeitdruck gehört für ihn zum Alltag. Wir müssen natürlich ein bisschen Gas geben, da wir die Sachen noch rausziehen müssen und die Beutel für draußen bestücken müssen. Das heißt, wir sind ein bisschen im Verzug, oder? Wir sind ein bisschen im Verzug, aber du machst das schon sehr gut fürs erste Mal. Ja, ja. Ja, danke. Viel Zeit zum Plaudern bleibt nicht. Ich bin hochkonzentriert. Mir wird klar, je weniger Fehler ich jetzt mache, desto schneller läuft es nachher beim Zustellen. Ich sortiere die Kurzbriefe ein, Andy die Langhölzer. So nennt man hier die großformatigen Sendungen. 22. Andy, wie viele Briefe sind das hier am Tag, die du sortieren musst und austragen musst später? Ich habe selber noch gar nicht gezählt, aber 1000, 1500, ich weiß es gar nicht. Ich stecke immer alles rein und versuche mich vernünftig zu organisieren. Und im Winter ist natürlich ein bisschen mehr. Da hast du, ich glaube, das 3- oder 4-fache von dem, was wir jetzt hier haben. Ja. Okay. Heute ist ein Tag mit Schwachlast, das heißt mit relativ wenig Post. Doch davon spüre ich nichts. Und hier steht zwar ein Stuhl, aber hinsetzen ist nicht, ne? Das ist richtig. Nach fast 3 Stunden Sortieren kommen die Briefe endlich in die Fahrradkörbe. In der Reihenfolge, in der wir die einzelnen Haushalte gleich abfahren werden. Fünf Minuten kann ich die Fahrt genießen. Dann haben wir unseren Zustellbezirk erreicht. Das sind jetzt hier bis Haus Nummer 18. Ja, ich nehme einfach so einen ganzen Pack. Den nehme ich immer mit auf die Hand, da muss ich nicht extra suchen. Genau, das packst du dir dahin und dann gib mal Gas. Mein größtes Problem am Anfang ist nicht die Zustellung der Briefe, sondern der Umgang mit dem E-Bike. Immerhin wiegt es voll beladen rund 75 Kilogramm. Ja, ein bisschen Übung braucht's noch. Die Bremse. Deine Bremse ist noch an. Meine Bremse ist noch an? Deswegen quietscht das so. Ja. Ah, ist klar. Das ist nicht einfach die ersten Handgriffe. Und dann mit Briefen in der Hand. So, hier. Am nächsten Haus weiß ich schon nicht mehr weiter. Ich habe hier einen Brief für eine Familie, die steht zwar dran an der Klingel. Ja. Aber keinen Briefkasten. Jedenfalls keinen Namen am Briefkasten. Ja, das haben wir halt leider öfters. Da hast du, welcher ist denn das hier? Ganz unten. Ganz unten, ja. Manchmal fällt das auch ab. Oder man kann es dann nicht lesen. Ja, 50-50, der oder der, ne? Ja, und da wir das nicht wissen, klingeln wir einfach mal. Der Empfänger wohnt hier nicht mehr. Also geht der Brief zur Post zurück. Und wir müssen schnell weiter. Andy legt ein wahnsinniges Tempo vor. Ich komme kaum hinterher. Ich kann dir auch mal so einen Trick zeigen. Wenn, ja. wenn du das hier so auf den Arm nimmst. So. Und dann hier vorne noch die Kurzbriefe. Warte mal, hier rum hat man das denn jetzt? So. 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 Und von hier aus nimmst du und bestückst den Briefkasten. Jetzt geht's. Schau mal. Ich hetze mit Andy nur noch von Hausnummer zu Hausnummer. Die Straßennamen registriere ich gar nicht mehr. Ich verstehe langsam, wie er an stressigen Tagen trotz des Fahrrads auf seine 20 Kilometer zu Fuß kommt. Was ist eigentlich das Schwierigste an deinem Job? Das Schwierigste an meinem Job? Ja, ich glaube, das sind so die Wetterbegebenheiten. Wenn du ich sag mal, im Winter unterwegs bist, dann hast du Schnee und Eis, die Glätte, das Fahrrad ist voll. Und die Kälte. Glatt und kalt ist es heute nicht. Dafür gibt es andere Herausforderungen. Beispielsweise ein Paket, das nicht in den Briefkasten passt. Die Post! Dann klingeln wir beim Nachbarn. Auch das Paket kommt wieder mit.
Die erste Fuhre an Post haben wir mittlerweile ausgeliefert. Der Rest wurde in der Zwischenzeit von einem Kollegen in diesem unscheinbaren Kasten stationiert. So läuft das auf jeder Zustellroute. Das erspart uns den Weg zurück ins Sortierzentrum. Durch den Park. Wo soll hier jetzt ein Briefkasten sein? Manchmal ist es für mich auch wie ein Versteckspiel. Solch abgelegene Briefkästen begegnen uns heute immer wieder. Tatsächlich. Wo müssen wir hin? Wir fahren da jetzt rein. Und hier dann, vorne? Genau, hier vorne rechts. Und dann. So langsam habe ich den Dreh heraus. Mir macht es mittlerweile richtig Spaß. Und Andy? Ich bin total glücklich, bin total happy, das machen zu dürfen. Du bist draußen an der frischen Luft. Nach fast 4 Stunden an der frischen Luft geht es zurück ins Depot. Es ist mittlerweile 13 Uhr. Auf eine größere Pause haben wir verzichtet. Wir sind sowieso schon zu spät dran. Dass man als Briefzusteller doch so oft ausgebremst wird, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Was ist eigentlich, wenn man es mal nicht schafft? Dann nimmt man es morgen mit. Passiert das? Das passiert selten, aber es passiert. Aber du nimmst es morgen mit und organisierst dich neu. Gut, Feierabend.